Einen wunderschönen Aschermittwoch, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Das heutige Bild der Jahnturnhalle wirkt wohl etwas ungewohnt, oder? Normalerweise würden sich hier heute tausende Menschen bei bester Stimmung treffen. In diesem Jahr ist aufgrund der schwarz-grünen Corona-Maßnahmen alles anders und deswegen sitzen wir heuer nur zu dritt hier. Den traditionellen Riederaschermittwoch aber komplett ausfallen zu lassen, kam für uns nicht in Frage. Und deswegen haben wir ein Format geschaffen, wie wir uns heute trotzdem sehen können. Ziel ist es, einen gemütlichen Abend mit spannenden Gesprächen zu verbringen. Und ich kann Ihnen schon jetzt sagen, einen fixen Regieplan haben wir heute nicht. Es freut mich ganz herzlich, heute hier begrüßen zu können den dritten Nationalratspräsidenten und Bundesparteiobmann der FPÖ, Norbert Hofer. Herzlich willkommen. Hallo. Und natürlich auch den Hausherrn hier in Oberösterreich, Landeshauptmann, Stellvertreter und Landesparteiobmann der FPÖ, Dr. Manfred Heimbuchner. Servus, Christi. Danke, dass wir heute bei dir sein dürfen. Ich würde sagen, bevor wir jetzt dann mit der Plauderei beginnen, stoßen wir mal an, so wie es sich am Aschermittwoch gehört. Oh, ist eh klar, wir warten eh schon die ganze Zeit drauf. Okay. Also, sehr zum Wohl. Sehr zum Mandy, Wohl. Prost. 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 Ja, du musst schon trinken, ja. Nicht nur zuprosten. Nicht zur Show. Bis sie geht. Prost. Nein, wir haben eh schon ein Bier dran. Mit dem auskommen. Gutes. Eher weniger. Bevor es jetzt wirklich mit dem Plaudern losgeht, würde ich sagen, schwelgen wir noch ein bisschen in Erinnerungen und schauen wir uns ein paar Eindrücke und Bilder der letzten Jahre Riederaschermittwoch an. Seit 1992 gehört der politische Aschermittwoch der FPÖ zum fixen Bestandteil im freiheitlichen Jahreslauf. Nach einem womöglich anstrengenden Faschingsdienstag ist ein vernünftiger Heringsschmaus, eine Brezen, ein erfrischendes Bier und kantige Politsprüche aus dem Munde berufener, freiheitlicher Redner genau die richtige Rezeptur, um das eigene politische Immunsystem zu stärken. Seit Jahrzehnten trifft sich dazu die Freiheitliche Gesinnungsgemeinschaft, in der jedes Jahr restlos ausverkauften Jahnturnhalle in Ried im Innkreis, also mitten in einem patriotischen Kerngebiet, Hochburg der FPÖ. Der Riederaschermittwoch steht für das freie Wort, für Gedanken- und Meinungsfreiheit. Wir Freiheitliche, liebe Freunde, stehen zum freien Wort und sind daher auch ein Garant für eine liberale und offene Gesellschaft. Das Besondere am traditionellen politischen Aschermittwoch der FPÖ war stets die kameradschaftliche Atmosphäre, die Bierzeltstimmung außerhalb der Zeltfestsaison und selbstverständlich die kernigen Botschaften, Pointen und Sprüche der versierten Redner. Der durchschnittliche Zuwanderer von heute ist gebildeter als der durchschnittliche Österreicher. Das hat der Herr Kurz gesagt. Ist noch nicht so lang aus, gell? Ja, liebe Freunde, das können die Oberösterreicher Tag für Tag unter anderem am Linzer Hauptbahnhof erkennen, wie gesittet und wie intellektuell es dort zugeht. Böbeleien, Raufereien, Messerattacken und andere Übergriffe. Liebe Freunde, auf diese Facharbeiter, auf diese Leute, die sich so aufführen am Linzer Hauptbahnhof, auf die können wir verzichten. Diese Leute haben wir nicht eingeladen, dass sie zu uns kommen. Wir haben seit dem Jahr 2015 um 100.000 Syrer und Afghanen mehr in Österreich. 100.000. Ein Blick in unsere Gefängnisse zeigt, wir haben die Falschen ins Land geholt. Wir haben bei uns in den Haftanstalten Platz für 10.000 Personen. Was glaubt ihr, wie viele Prozent davon keine Österreicher sind? 50%. Und die Betreuung dieser Häftlinge aus dem Ausland kostet uns jedes Jahr 180 Millionen Euro. Und ich sage euch eines, mir wäre es lieber, wenn diese Herrschaften ihre Haft in der Heimat verbüßen würden. Da gibt es keine Kuschelzelle, da gibt es keine Menüauswahl. Und mag sich die Dekoration, mögen sich die Reden und mögen sich die Bierpreise im Laufe der Jahre stark verändert haben. Die Freiheitlichen wissen, dass sie an ihrem Aschermittwoch in jedem Fall auf ihre Kosten kommen. Denn am Aschermittwoch wird Klartext gesprochen. Und das mögen alle Freiheitlichen. Wir Freiheitliche, wir sagen das, was wir uns denken. Wir Freiheitliche, wir sagen das,
was wir tun. Und wir Freiheitlichen, wir tun das, was wir sagen. Auf uns ist Verlass, liebe Freunde. Vielen Dank. Vielen Dank für eure Unterstützung. Es ist wunderschön, für dieses Land Politik zu machen. Wirklich wunderschöne Bilder und Eindrücke, und umso mehr schmerzt es, dass wir heute nicht alle gemeinsam hier diesen Aschermittwoch verbringen können. Aber es freut mich, dass wir es doch noch geschafft haben, uns heute zu sehen, wenn es auch nur über den Bildschirm ist. Lieber Norbert, lieber Manfred, der Riederaschermittwoch ist ja wirklich schon seit Ewigkeiten ein Fixtermin im Kalender der FPÖ. Und die Stimmung, die hier normalerweise herrscht, mit Musikkapelle, mit Heringschmaus und mit Reden, über die die Medien dann wirklich noch tagelang berichten, ist ja wirklich sensationell und einzigartig. Was bedeutet euch dieser Riederaschermittwoch? Also ich glaube, dass jeder so seine Erinnerungen hat, wie er zum ersten Mal da war, oder was halt besonders schön war, mir war es irgendwann so im Rahmen des Nachfeldes vom Bundespräsidentenwahlkampf, weil ich war ja vorher nicht sehr bekannt. Also früher war so der dritte Präsident jemand, der so im Hintergrund seine Sachen gemacht hat. Und dann war dieses Jahr der Bundespräsidentenwahl, und das war für mich was Besonderes. Also die Stimmung, gar nicht so die Reden, sondern dann runterzugehen und mit den Leuten reden zu können, das geht einfach ab. Und ich hoffe einfach, dass wir im nächsten Jahr wieder da sein können. Und das Bier, ich trinke gerne mit dir Bier, gell, aber wenn noch ein paar Leute da sind, dann ist es noch lustiger. Ja. Also wir schauen mal. Alles Gute. Also hoffentlich wieder mit allen gemeinsam, die jetzt zu Hause am Sofa sitzen. Prost auch zu Hause. Prost. Und trinkt ein Bier. Wer Bier trinkt, unterstützt die Landwirtschaft. Und die Brauereien, das ist ganz wichtig derzeit. Lieber Manfred, was bedeutet dir der Riederaschermittwoch? Ja, der politische Aschermittwoch ist ein fixer Bestandteil im freiheitlichen Jahreskreis. Am 1. Mai am Urfahrmarkt in Linz in der Hauptstadt, der Aschermittwoch in Ried im Innviertel, freiheitliche Hochburg. Ja, das kann man gar nicht richtig beschreiben. Es ist einfach ein besonderes Gefühl der Gemeinschaft, ja, wenn der Fosch irgendwie stärker war, und der kann auch in Oberösterreich sehr stark sein, dann freut man sich auf den Aschermittwoch, wobei ich immer sage, wer den Aschermittwoch allzu ernst nimmt, der ist vielleicht dann auch kein Freiheitlicher. Es ist vielleicht manchmal auch der Hort der politischen Inkorrektheit, so soll es auch sein. Früher ist ja nur demonstriert worden, ich finde es mittlerweile schade, dass, ich weiß nicht, werden sie nicht mehr so gut zu alt, die Linken, dass sie nicht mehr demonstrieren. War auch immer ganz amüsant. Herr war es ganz gut gewesen, weil es so kalt ist. Also, der politische Aschermittwoch ist einfach eine Veranstaltung, wo Tacheles gesprochen wird, wo man sich kein Blatt vor den Mund nimmt. Ja, wo es vielleicht den einen oder anderen rhetorischen Ausreißer mal gegeben hat, vielleicht auch kontrollierten Ausreißer, wie auch immer. Immer überfüllt, kann man sagen. Eine politische Veranstaltung, wo ein Eintrittspreis verlangt wird. Wo gibt es das? Wer würde einen Cent zahlen, dass er bei einer Veranstaltung der Grünen dabei sein darf? Aber der Riederaschermittwoch der FPÖ ist ja trotzdem jedes Jahr ausverkauft. Also das muss man ja dazu sagen, dass das wirklich ein Erfolgsgarant ist. Er ist jedes Jahr ausverkauft, und dann ein herzliches Dankeschön auch an unsere Riederfreunde, weil ja das alles sehr ehrenamtlich passiert. Das darf man nicht vergessen, was da für Organisationsaufwand dahinter steckt, damit wir als politische Repräsentanten unsere Botschaften in guter Atmosphäre anbringen können. Und mir geht es wirklich ab. Die Gemeinschaft, dieses Gefühl, gemeinsam für eine Sache zu kämpfen. Ja, und man kann sich es dann immer vornehmen, dass man bald nach Hause kommt, unter Anführungszeichen, aber es ist dann immer so, man bleibt dann hängen beim Aussehen. Mir ist das letztes Jahr wieder passiert, bei den Bierbänken, da noch ein Bier, dort noch ein Bier, ganz zum Schluss noch an der Bar. Also, ja, ist ein bisschen stark ist ja schon der politische. Es ist immer so weit, am Dienstag gibt es wieder immer gefeiert normalerweise, und dann denkst du dann gerade, dass wir heute nach Ried fahren, ich fahre ja über 3 Stunden. Denkst du, heute fahre ich schnell heim, ja? Aber du bleibst dann immer picken einfach.
Und es stimmt schon, wir brauchen das auch. Also, gerade wir Freiheitliche, wir haben ja nicht so viel Freund in der Medienszene, in den anderen Parteien. Du wirst schon ordentlich bekämpft als Freiheitlicher. Und du musst einmal als Ortsgruppenfunktionär, ja, in der Bezirksgruppen dich zur FPÖ bekennen und das ganze Jahr den Kopf hinhalten. Ja. Und da brauchst du auch die gemeinsame Veranstaltung, wo man zusammenkommt und man weiß, es bin nicht nur ich. Es geht allen anderen gleich. Und ich habe das nie bereut, zur FPÖ gegangen zu sein. Ich komme aus einer schwarzen Familie, du aus einer urfreiheitlichen. Aber bei uns war es eben so, in der Ortschaft, wo ich zu Hause war, da hat es keine FPÖ gegeben. Also mein Vater war einfach, dann hat ein junger ÖVP-Gemeinderat, der Opa hat eine Firma gehabt. Und mein Vater war dann einer der Ersten dann im Gemeinderat für die FPÖ, zuerst einmal als Parteifreier. Deswegen kann jeden verstehen, der als einziger Gemeinderat oder zu zweit da die Stangen hält. Und deswegen ist es klasse, wenn alle zusammenkommen und sie da treffen können. Also deswegen hoffe ich wirklich, dass es Neujahrstreffen, Aschermittwoch, dass es bald wieder alles möglich sein wird, dass wir wieder zeigen können, wir halten zusammen. Du siehst aber beim politischen Aschermittwoch im Publikum die unterschiedlichsten Bereiche und Gruppen der freiheitlichen Familie. Das ist den Gemeinderat, das ist den Bürgermeister, das ist die Leute in Regierungsfunktion. Ja, und viele ja, alte Kameraden, die sagen, das lasse ich mir nicht nehmen. Ich komme nur mit über 80 Jahren zum politischen Aschermittwoch und wie du richtig sagst, dieses Gefühl der Verbundenheit der freiheitlichen Familie des dritten Lagers. Mein Onkel war auch Gründungsmitglied der Freiheitlichen Partei, war lange Zeit Gemeinderat, war industriell, aber er hat gesagt, jeder braucht ein Hobby. Sein Hobby war die Politik ehrenamtlich und der Vater ist Bürgermeister 24 Jahre lang und da weiß man schon, was sie diese Leute auch einmal mitgemacht haben. Es waren Zeiten mit 5-6%, mit maximal 7% einmal vor 50, 60 Jahren und wo die Leute kannst du einiges mitnehmen und abschneiden. Und das ist eben, wie gesagt, das ist auch das Gefühl des politischen Aschermittwochs. Keiner von uns ist alleine, sondern wir sind eine starke Kraft. Also ich weiß noch gut, bei uns, also wie gesagt, der Opa hat eben sein, so, er war eigentlich Amerikaner, ist eingewandert, ja, von Chicago nach ins Burgenland, typisch, ja. Und dann waren eben diese Familientreffen, haben wir gehabt, einen führenden Sozialdemokraten bei uns in der Familie, dann eben der Opa, natürlich als Unternehmer, schwarz, aber schon mit Tendenzen ein bisschen in eine andere Richtung. Und dann so mein Vater so in die Richtung, dass er, der war einer, der schon ein bisschen gezeigt hat, er will jetzt da weg, er möchte was Neues machen. Und was das für Diskussionen waren und den Mut zu haben, ja, dann zu sagen, ich gehe jetzt zur FPÖ und ich mache das. Und deswegen größten Respekt vor jedem, der auch den Kopf hinhält. Und die FPÖ war immer stark, wenn alle zusammenhalten. Und wenn wir zusammenhalten, kann uns niemand stoppen. Das hat die Geschichte bei uns gezeigt. Das Zusammenhalten ist das Allerwichtigste. Natürlich sind wir völlig unterschiedliche Personen. Ja. Jeder ist sein eigener Charakter, jeder hat seinen Rucksack zu tragen. Ja. Aber wir sind trotzdem eine Mannschaft, die steht. Ja, und ich hoffe, nächstes Jahr können wir dann den Riederaschermittwoch wieder hier in der Jahnturnhalle so verbringen, wie wir es eigentlich auch aus den letzten Jahren kennen und wirklich auch lieben gelernt haben, hier den Riederaschermittwoch zu verbringen. In diesem Jahr ist leider alles anders. Aufgrund der schwarz-grünen Corona-Maßnahmen ist uns das nicht möglich. Seit nun schon fast einem Jahr beschäftigt uns jetzt diese Corona-Krise in Österreich. Und seit einem Jahr quält uns jetzt schon die schwarz-grüne Regierung mit ihren Maßnahmen. Bei ihren unzähligen Pressekonferenzen sagen sie uns ja immer, es gibt keine Alternative. Das ist der einzig richtige Weg, den wir jetzt gehen. Aber wie schaut das Ganze in der Praxis aus? Dr. Michael Rammel ist Gesundheitsstadtrat in Linz und er wird uns jetzt erzählen, wie die Situation wirklich in der Realität aussieht. Ein herzliches Grüß Gott aus dem schönen Linz an der Donau hinüber zu euch nach Ried und an alle Zuseher überall im Land. Leider können wir heute aus bekannten Gründen nicht zusammen mit unserer freiheitlichen Gesinnungsgemeinschaft den politischen Aschermittwoch begehen. Es freut mich aber außerordentlich, dass wir die Tradition auch in diesem Jahr auf etwas andere Art und Weise fortführen können. Leider ist Corona auch ein Jahr nach Beginn der Pandemie noch immer das alles beherrschende Thema. Als freiheitlicher Gesundheitsstadtrat der oberösterreichischen Landeshauptstadt
habe ich in den vergangenen Monaten hautnah erleben können und müssen, wie weit beim Krisenmanagement die Propaganda der Bundesregierung und die Wirklichkeit im Land auseinanderliegen. Die Leidtragenden der fragwürdigen Regierungsmaßnahmen, die leider fernab realer Gegebenheiten und über unsere Köpfe hinweg beschlossen werden, sind vor allem die Menschen in unserem Land. Es sind aber auch die Bundesländer und die Gemeinden. Beim Thema Massentestungen etwa mussten wir als Gemeinde unter Aufbietung aller unserer Kräfte und quasi über Nacht versuchen, irgendwie das umzusetzen, was Bundeskanzler Kurz mal soeben während eines Interviews einfällt. Von einem nationalen Schulterschluss oder auch nur einer aktiven Einbindung der örtlichen Gesundheitsbehörden ins Krisenmanagement kann überhaupt keine Rede sein. Natürlich müssen auch wir statt Linz und als Gesundheitsbehörde die Maßnahmen der Bundesregierung umsetzen und uns an bestehende Gesetze halten. Nur so ist auch gewährleistet, dass nicht alles ins Chaos versinkt und das Leben der Menschen nicht noch weiter schaden wird. Das heißt jedoch ganz ausdrücklich nicht, dass wir schweigen werden, wenn die Sinnhaftigkeit oder die Rechtmäßigkeit einzelner Maßnahmen massiv in Zweifel gezogen werden muss. Wir Freiheitliche stehen auf der Seite derer, die sich nicht nur um die beträchtlichen gesundheitlichen Auswirkungen von Corona Sorgen machen, sondern denen auch die Wahrung der Rechtsstaatlichkeit und die Verhinderung eines wirtschaftlichen Zusammenbruchs wichtig sind. Abschließend möchte ich daher allen Rettungs- und Einsatzkräften, allen Pflegern und Ärzten, aber vor allem auch allen anderen Berufsgruppen danken, die Tag für Tag an vorderster Front dazu beitragen, diese nie gekannte Gesundheitskrise zu meistern. In diesem Sinne an alle Zuseher, bleibt gesund, passt auf euch auf und ein herzliches Glück auf! Ja, wir haben jetzt von Gesundheitsstadtrat Michael Rammel gehört, wie schwierig die Situation aktuell mit Corona ist. Welche Erfahrung habt ihr auf Bundes- und natürlich auch auf Landesebene mit dem schwarz-grünen Corona-Management oder man kann es wahrscheinlich eher sogar als Missmanagement bezeichnen, gemacht in den letzten Jahren? Mandy, ja. Du zuerst. Wir alle kennen die Situation, die Pressekonferenz und weiß ich nicht, die jetzt hätte ich fast gesagt, die heiligen drei Könige, aber meistens waren es ja vier, sind aufgetreten, martialisch mit der Maske, haben irgendwelche Statistiken gezeigt. Der Gesundheitsminister, den ich aus Oberösterreich noch gut kenne, Kollegen Anschober, hat irgendwas formuliert. Ich glaube, wo er selbst den Gedanken erst finden musste, um ihn dann zu Ende zu formulieren. Ich meine, das ist für mich nichts Ungewohntes. Ich habe das aus der Landesregierung gekannt, hat irgendwelche Anträge gestellt, wo man sich nicht wirklich auskennt hat. Aber ein paar Tage später war es wurscht, in einer Pandemie ist halt das schon ein bisschen bedenklicher. Ich kann von meiner Warte her immer nur sagen, ja, der erste Lockdown, das war für mich verständlich. Man hat tatsächlich ja keine Erfahrung gehabt mit diesem Virus und ist vielleicht sogar zu spät gekommen. Aber dann hat er zu lange gedauert, dann hat man nicht mehr gewusst, wie soll man auch diese PR-Maschine sozusagen einmal beenden. Und das, was dazwischen alles passiert, ist an Ankündigungen. Ich habe ja das den größten Teils Gott sei Dank schon wieder vergessen, aber ich erinnere mich noch an den Ostererlass, ich weiß nicht, zu Ostern, wo der Herr Auer aus dem Gesundheitsministerium, ich glaube am Samstag vor einem Palmsonntag aufgetreten ist in der Zeit im Bild 2. Der hat dort gesagt, also dürfte ein großer Philosoph vor dem Herrn sein, ich weiß, dass ich nichts weiß, und hat dann irgendwas erzählt mit Besuchen in der Chorwoche und zu Ostern. Also ich habe zu meiner Frau gesagt, du weißt was, also das ist eine Peinlichkeit sondergleichen, wenn das jemals ein Freiheitlicher, weiß ich nicht, nach dem Aschermittwoch um 6 in der Früh abgeliefert hätte, vielleicht noch ein bisschen im Bierdunst. Skandal, Chaos in der Regierung und alles Mögliche. Und das war ein ungestraftes Interview, mehr oder weniger. Und so ist es die ganze Zeit zugegangen. Ich kann von meiner Warte als Landespolitiker, ich kann da jetzt Stunden drüber reden, das Land Oberösterreich hat da größtenteils schon zusammengeholfen. Und ohne die viel gescholtenen Länder und ohne die Kommunen, ohne die Gemeinden, ohne die Städte, ohne die Einsatzorganisationen, Freiwillige Feuerwehr, Rotes Kreuz, bitte nicht vergessen, auch das Militär, hätte überhaupt nichts funktioniert. Du hast mit den Vorgaben vom Bund nichts anfangen können. Und ich sage das jetzt gar nicht parteipolitisch. Ich glaube, da hat sich der Koalitionspartner im Land selber manchmal gedacht,
er weiß überhaupt nicht, wie er am Geschicht, was da im Bund gemacht wird. Und der Kollege Anschub hat immer irgendwas erzählt und mir ist das so vorgekommen, das ist also, der hat einmal einen Hammer in der Hand gehabt. Da gibt es ja das Sprichwort da in Oberösterreich, wenn einer einen Hammer in der Hand hat, dann schaut jedes Problem aus wie ein Nagel. So ist mir das vorgekommen. Er hat den Hammer in der Hand, das war alles Lockdown, Ampel, Kreisverkehr, was weiß ich, was es gegeben hat. Und immer dieses Hoffnungssetzen, was jetzt als nächster kommt. Und was war der wichtigste Satz, Norbert? Die nächsten Wochen werden entscheidend. Die nächsten zwei Wochen sind entscheidend. Und das hören immer mit einem rollenden R dann noch in einer anderen Formulierung. Also ganz ehrlich, nach einer gewissen Zeit hast du es nicht mehr ausgehalten. Und ich halte es auch tatsächlich nicht mehr aus. Diese ganze PR-Maschine, dieses ritualmäßige, nicht nur routinemäßige Auftreten, die Leute in Angst und Schrecken zu versetzen und keine Lösung parat zu haben. Also wir hätten uns das nicht geleistet in der Regierung und wir hätten uns das auch nicht leisten dürfen. Aber wie wir wissen, ein großer Teil der Medien hat halt so große Sympathie für die Grünen und da ist halt dann, ja, mein Gott, nein, mir hat einmal einer gesagt, ja, aber der Rudi, gell? Nein, ist eh ein Blödsinn, was gemacht wird. Aber es ist halt ja. Er bemüht sich. Was ist und die Sondermedienförderung kann ja. Man da dann, die da sicher auch wahrscheinlich mitgeholfen hat, ja. Dass die mediale Berichterstattung dann so war, wie sie eben war aber im letzten weiß, Jahr. Mir investiert waren 1 Million. Genau. Es hat bei uns in der Koalition gut funktioniert. Ich habe mir überlegt, was ist jetzt der große Unterschied? Wir haben gehabt mit dem Mario Kunasek, einen Minister, der sich irrsinnig eingehängt hat und extrem viel gemacht hat. Mit dem Herbert Kickl im Innenministerium, jemand, der sich wirklich reingehängt hat. Die Beate Hartinger-Klein, die auch wirklich gekämpft hat. Ja. Also bei mir im Verkehrsministerium ist irrsinnig viel passiert. Der Ratsvorsitz war neu, also Koordinierung. Ja. Also extrem viel gearbeitet worden und tolle Kabinettsmitarbeiter. Also die waren wirklich Profis. Und wir haben auf der anderen Seite gehabt die ÖVP mit einem perfekten Marketingapparat. Also wir haben wirklich gewusst, wie man Botschaften transportiert und verkauft. So, jetzt ist der große Unterschied, die ÖVP hat immer noch diesen Marketingapparat, die Botschaften, aber haben mit den Grünen einen Regierungspartner, der inhaltlich nichts weiterbringt. Schaut einmal an, da ist nichts. Da ist überhaupt nichts. Ja. Verkehrsministerium, die Gewässler mit dem 1-2-3-Ticket, wo jetzt auf der Westbahn die Zuschüsse gekürzt werden. Anschober, der, weil du sagst, mit Nagel, glaubst du, dass er einen Nagel einschlagen kann? Also ich glaube, dass von dieser Regierung die Hälfte kann Nagel gerade einschlagen kann. Und das ist auch so eine Sache, wenn Leute noch nie irgendwo normal gearbeitet haben, noch nie Verantwortung für was an der Familie übernommen haben, oder Kinder oder für irgendwas. Ja. Das sind alles so Kehretypen, ja, was ganz leicht gegangen ist, ganz schnell nach oben. Da gibt es das Projekt Ballhausplatz, ja, da denkt man sich irgendwas aus. Wie kann man möglichst schnell höchste Wein in der Republik erreichen? Das geht alles super, wenn so eine Schönwetterpolitik ist. Aber wenn es einmal wirklich schlecht wird und wenn es schwierig wird, dann geht das Land den Bach runter. Da wird zuerst Angst gemacht, es wird 100.000 Tote und mehr geben, dann wird die Wirtschaft ruiniert, dann sind die Arbeitsplätze weg, dann werden sie alle nervös, ja, dann kommt man drauf, irgendwelche akademischen Titel dürfen sie eigentlich gar nicht haben. Es geht schief und ich mache mir wirklich Sorgen, dass das, was unsere Eltern und Großeltern für uns aufgebaut haben, und das war nicht lustig, die haben auch gehabt nach dem Krieg Krankheiten wie Masern, ja, die haben auch gehabt Kinderlähmung, ja, das waren auch Krankheiten, die alle sehr, sehr beschäftigt haben und die haben es trotzdem geschafft und die haben das für uns aufgebaut. Und wir haben es ganz toll gehabt. Wir haben auf Urlaub fahren können. Wir haben uns den Beruf aussuchen können, den wir gern ergreifen wollen. Wir haben eine tolle Ausbildung. Was werden unsere Kinder über unsere Generation sagen? Das war die Generation, die uns die Zukunft gestohlen hat. Und das tut mir jetzt nicht weh. Und das verdankt man genau dieser Regierung. Und deswegen ist es nicht wurscht, wie man will. Man muss schon schauen, dass man nicht eine fällt auf irgendwelche Leute. Und leider ist es so, dass jetzt sie zeigt, dass es einfach nur eine Show ist. Und mehr ist nicht dahinter. Ja, und vor allem, was mich so stört, das ist diese ganze PR-Maschinerie. Natürlich gehört zur Politik ein Kommunikationsapparat dazu. Ja, selbstverständlich. Wir alle müssen unsere Botschaften an den Mann bringen. Darum machen wir auch heute diese Sendung. Aber wenn man sich Politiker
frühere Generationen sich auch ansieht, auch bei den, beim politischen Mitbewerber. Also es ist ja nicht so, dass alles schlecht war in dem Land, sonst hätte man das Land ja auch nicht so aufbauen können. Aber das waren halt nur Leute, die haben halt nicht jeden Tag nur geschaut, ob da hat es eh noch keine Slimfitter-Anzüge gegeben. Das waren halt noch echte Männer und Frauen sozusagen. Und da waren nicht im Vordergrund die ganze PR-Industrie. Mhm. Und, ich finde den Bau vom Kreis sympathischer als den Bizeps von einigen Leuten, die jetzt in der Regierung sind. Vor allem frage ich mich dann, ich stelle mir eine andere Frage, wie Bizeps unter Anführungszeichen, aber wo haben die Zeit? Wenn du heute ehrlich und anständig Politik machst, dann hast du für viele Dinge keine Zeit mehr. Das muss man ganz offen sagen. Da bin ich schon froh, wenn ich ein bisschen Zeit mit meiner Familie zu Hause verbringen kann. Weißt du, gesagt hast, wer nur einen Nagel wo reinschlagen kann. Ja. Ich kann das. Ich weiß auch, wie man mit einer Muttersäge umgeht, wie man mit einer Motorsense umgeht. Das ist jetzt vielleicht ganz schlimm für manche Grünen. Ich habe eh Motorsense, Klimawandel, wie auch immer. Du ich kannst schwassen, ne? Nein, schwassen kann ich. Das lerne ich da. Schwassen kann ich nicht. Also ich meine jetzt da. Ja, nee, trinken kann ich schon. Trinken kann ich schon. Habe ich mir gelernt. Aber einfach auch nur mitten im Leben zu stehen. Und ich kann das von mir behaupten. Ich weiß, wann der Müll angeholt wird. Ich weiß, wie das ist, wenn irgendein Drum nicht funktioniert bei den Gartengeräten. Und ich weiß das auch, wenn das ein Problem ist, wenn man sich darum kümmern muss, wer passt jetzt einmal vielleicht einmal kurz auf den Buben auf einmal was erledigen muss, wenn man gerade einmal alle Hände braucht. Und ich habe so das Gefühl in der Regierung, da sind Leute am Werk, und das ist ja, ich meine es nicht als persönlichen Vorwurf, aber denen fehlt die Erfahrung. Man sollte sich mal anschauen, wer da alle auch Kinder hat in der Regierung. Und deswegen kommt ja dieses ganze Chaos auch zustande mit dem Homeschooling. Ich habe einmal gehört, man vergisst ja wirklich beinahe schon alles, was es an Äußerungen in dem Zusammenhang gegeben hat. Ja, das Homeschooling, dass man das klar trennt zwischen dem Arbeitsbereich Homeoffice und Homeschooling. Die Leute wissen in ihrer Bundesregierung gar nicht, dass es viele gibt, die haben eine Wohnung von 50 Quadratmeter. Wie sollen die das alles trennen? Und sollen sie doch Kuchen essen. Ja, genau. Ja. Das ist fernab jeglicher Realität oder die Geschichte zu Ostern. Ich erzähle das immer, weil das ist nämlich keine Geschichte, das war ein Sachverhalt, wo eine Bekannte von mir aus meiner Ortsgruppe wurde aufgehalten am Ostersonntag. Die hat Osternäste transportiert von Storhaus Richtung Wollern. Und ist aufgehalten worden von der Exekutive, ich sage aber, das ist nicht die Schuld der Exekutive. Die Exekutive führt nur das aus, was ihr die Politik oder der Gesetzgeber ausschafft, die Polizei. Also bitte, das ist keine Kritik. Ja, wo sie da jetzt hinfährt, am Ostersonntag, die Osternestel, die ist halt vorbei. Sie hat gesagt, nein, die steht jetzt bei der Verwandtschaft draußen vor der Tür auf. So weit sind wir in Österreich gekommen letztes Jahr zu Ostern. Nein, das würde ich mir, ich wünsche mir das einmal, dass man in den vergangenen Jahrzehnten die afrikanischen Drogendealer in derartiger Art und Weise verfolgt hätte. Nicht, dass man am Ostersonntag dann die Leute aufhält in Pandemiezeiten, wo es denn das Osternest hinführt. Oder ein Bekannter von mir ist aufgehalten worden, ja, wo er sein Brot einkauft, weil das nicht in der eigenen Gemeinde einkauft hat. Da gibt es eh selten schon einen Bäcker. Das hat sich wirklich so abgespielt. Das ist nicht irgendein ein Schmäh. Ja, und das ist der Rollabkriegel, ne? Ja, naja, das ist ja sowieso. Ja. Aber ich bin ja, ich habe jetzt erfahren Rolle, diese Woche, dass der einzige der Rolle ist in der Hofburg, ne? Ja, und ich habe erfahren, dass Oberösterreich an Tirol angrenzt, vor kurzem mit dem Report. War mir neu. Aber, ja. Aber du hast es dann sehr eindrucksvoll aufgeklärt, dass es nicht so ist. Ja, mein Gott, nein. Ich stelle mich gern ehrenamtlich für einen Geografiekurs zur Verfügung. Man hilft, wo man kann. Ja, selbstverständlich. Man hilft, wo man kann. Kann einmal, was mir jetzt ehrlicherweise kann in der Hitze des Gefechtes alles einmal passieren. Finde übrigens auch sympathisch, alle sind wir Menschen und alle machen wir Fehler. Wäre es umgekehrt, sollte man sich die Frage einmal stellen. Wenn ein Freiheitlicher, und das kann da jederzeit passieren, es kann da jederzeit ein Fehler passieren. Irren ist menschlich. Aber ich möchte nicht wissen, was dann die Kolumnen gewesen wären, typisch die Freiheitler gehen. Naja. Wie auch immer. Fehler sind vor allem auch der schwarz-grünen Bundesregierung jetzt im letzten Jahr viele passiert. Die Politik war geprägt von PR-Gags, von Showpolitik und von Widersprüchen.
Wir erinnern uns alle noch an die Corona-Ampel. Kaum war sie da, war sie auch schon wieder weg. Oder auch das wohl berühmteste Tier im letzten Jahr in Österreich, der Babyelefant, scheint jetzt schon nicht mehr so aktuell zu sein. Die Liste der Widersprüche ist wirklich lang. Wir haben sie für Sie im nächsten Video zusammengefasst. Die Widersprüche der teils chaotischen Regierung sind legendär. Erinnern Sie sich noch, als alle zu Spinnern und Verschwörungstheoretikern erklärt wurden, die Anfang März vor Ausgangssperren gewarnt hatten? Und am 16. März kam dann tatsächlich der erste Lockdown in Österreich. Der bekannteste Satz stammt wohl von Kanzler Sebastian Kurz persönlich, den er am 30. März getätigt hat. Jeder wird irgendjemanden kennen, der an Corona verstorben ist. Ewig dankbar, dass dies nicht so kam. Daraus wurde dann medial abgeschwächt. Jeder Zweite in Österreich kennt jemand positiv Getesteten. Von Anfang an hatte die ÖVP-Grüne Regierung die Ruhe weg. Gesundheitsminister Rudi Anschober am 22. Jänner 2020: Derzeit ist absolut kein Grund zur Aufregung, aber es braucht größte Aufmerksamkeit und internationale Abstimmung. Dementsprechend verschenkte noch im Februar Innenminister Karl Nehammer 100.000 Stück Schutzmasken und 2,4 Millionen Einweghandschuhe nach China. Denn Masken, so dachte man, würde man in Österreich nicht brauchen. Die Medien wurden vorgeschickt, zu beruhigen und gegen Masken zu schreiben. Am 24. Februar titelte die Zeitung Kurier: Atemschutzmasken zur Vorbeugung sind unsinnig. Einmalschutzmasken sind kein wirksamer Schutz gegen Viren oder Bakterien, die in der Luft übertragen werden, hieß es vom Gesundheitsministerium. Haben Sie auch eine Atemschutzmaske zu Hause, fragte die Krone am 1. März. Und Minister Anschober antwortete, Zitat: Nein, wir raten der Bevölkerung auch nicht an, Schutzmasken zu tragen. Masken sollen jene tragen, die direkt mit Infizierten zu tun haben. Für sie sind die Bestände auch reserviert. Und Kanzler Kurz am 8. März weiter: Was ich die Österreicherinnen und Österreicher wirklich bitten würde, ist, nicht in Panik zu verfallen, auch nichts zu tun, was keinen Sinn macht. Hamsterkäufe sind genauso irrational, wie wenn man jetzt beginnen würde, Masken zu tragen. Am 30. März wurde das Irrationale zur Pflicht und die Regierung verhängte eine Schutzmaskenpflicht, eintretend per 1. April 2020. Auch die zweite Welle und den zweiten Lockdown wollten die Regierungsexperten wegreden, was letztlich nicht viel half. Ich bin sehr optimistisch, dass es in Österreich zu keiner zweiten Welle kommen wird, sagte Anschober. Ziel ist, einen Lockdown zu verhindern, erklärte Kurz. Nach drastischem Anstieg der Neuinfektionen setzt der Kanzler auf eine Ausweitung der Maskenpflicht und weitere Event-Einschränkungen. Als Norbert Hofer Insiderpläne an die Öffentlichkeit brachte, dass ein zweiter Lockdown bevorstehen würde, bemühte Rudi Anschober seinen legendären Entenvergleich. Das ist nicht nur eine Ente, das ist eine ganze Entenfarm, da ist wirklich nichts dran. Parteigenosse Kogler erteilte Schützenhilfe, völlig an den Haaren herbeigezogen. Vizekanzler Werner Kogler von den Grünen dementiert die Vorbereitung eines zweiten Lockdowns. Und wie so oft in der Krise wird zwar bis zum letzten Tag dementiert, aber dann ist doch wieder alles anders. Ab Dienstag, den 3. November, 0 Uhr bis Ende November wird es zu einem zweiten Lockdown in Österreich kommen. Am 31. Oktober lässt Kurz gemeinsam mit Anschober und der Regierungsspitze die Katze aus dem Sack. Auch im Falle der Testpflicht für Schüler konnte man sich verlässlich nicht auf das Wort der Regierung verlassen. Reintesten, raustesten, hin- und hertesten, Testpflicht. Bildungsminister Fassmann noch Ende Dezember: keine Testpflicht für Schüler. Und dann am 2. Februar stand fest, wer nicht testet, darf nicht in die Schule. Man nennt das eben nicht Testzwang, aber im Ergebnis ist das, naja, zumindest ähnlich. Und so gab es und gibt es unzählige Ungereimtheiten und Widersprüche in der regierenden Corona-Politik. Wichtig bei allem, dass die hohen Herren nie um eine Ausrede verlegen sind. Oder wie es Werner Kogler so treffend sagte, noch schlimmer als Fehlentscheidungen wären ja fehlende Entscheidungen. Vizekanzler Werner Kogler, Grüne, lobt die Fehlerkultur im Sozialministerium. Oder Sebastian Kurz, nach dem Bad in der Menge ohne Sicherheitsabstand und Maskenzirkus im Kleinwalsertal. Gewisse Dinge kann man nicht planen. Ja, viele Österreicher fragen sich, glaube ich, inzwischen zu Recht, was kann man dieser Regierung eigentlich noch glauben? Du hast es ja vorher auch schon angesprochen, wir hören jetzt seit einem Jahr, die nächsten zwei Wochen sind entscheidend. Wir können uns auch noch an Sätze erinnern, wie koste es, was es wolle. Jetzt wissen die Wirtschaftstreibenden, davon ist nicht viel übrig geblieben.
Also die Liste der falschen Ankündigungen, der Unwahrheiten ist wirklich extrem lang. Was hat euch am meisten geärgert? Also die Dinge, die natürlich gesagt worden sind, sind ärgerlich genug, weil du wirst jeden Tag anklagen. Aber was besonders arg ist, ist, was in den alten Wohnheimen passiert ist. Weil wir haben mehr als 40% der Toten in den alten Wohnheimen. So, und du weißt, meine Frau ist auch eine, die dort ältere Menschen betreut und die sich irrsinnig reinhaut, damit es den Leuten gut geht. So, jetzt haben sie dort Masken verschickt, die fehlerhaft waren. Also Schutzmasken, die nicht normiert waren, irgendwas genau in die Gruppe, was wirklich gefährlich ist. Und das ist die Gemeinheit. Also die ganzen Lügen und so weiter, es ist schlimm genug, aber dann die Aktionen zu setzen und dann ist der Herr Anschober immer noch in Funktion. Das versteht kein Mensch. In jedem anderen Land der Welt hätte man so einen Gesundheitsminister mit Nasenfetzen aus dem Ministerium hinaus getrieben. Bei uns offenbar völlig egal und ich hoffe wirklich, dass dieser Albtraum bald einmal vorbeigeht. Er kann es einfach nicht. Ja, und ich hoffe eigentlich noch viel mehr, dass nicht nur er, sondern auch einige andere Herrschaften der Regierung bald dieser Regierung nicht mehr angehören. Sie schaden wirklich. Sie schaden nicht nur auf Bundesebene, sondern sicher auch im Bundesland Oberösterreich, oder? Ja, wenn man sich anschaut, die Zahlen, was die Kurzarbeit betrifft, die nicht stattgefundenen Insolvenzen im vergangenen Jahr, die aufgeschoben wurden, und das ist keine Panikmache und das ist weder Ente oder Entenfarm, sondern das wird leider Gottes passieren. Und wenn man sich den Beitrag genauer ansieht, ich meine, erstens einmal, da brauche ich ein Bier, weil das, ich hätte jetzt nicht gesagt, nüchtern halt man das nicht aus, ein paar Bier vertragen wir schon. Und jetzt zum Wohl, so traurig. Nein, da kannst du wirklich nichts mehr sagen. Du hast nur mal im Homeoffice drängen. Die ganzen Maßnahmen fußen ja rechtlich an der Annahme, dass das Gesundheitssystem überlastet werden könnte. Und das ist ja grundsätzlich ja auch richtig. Nur müssen wir eins einmal wissen, wo haben wir denn die Überlastung des Gesundheitssystems? Und du hast das richtig angesprochen, Norbert, wir haben es im Bereich der Alten- und Pflegeheime, wir haben es in der Gruppe der über 65-Jährigen. Es gibt auch Leute unter 65, die schwer davon betroffen sind. Also ich kann das schon gut differenzieren. Und da wissen wir, dass über 50% der Intensivpatienten über 65 Jahre ist. Und um die hätte man sich kümmern sollen. Und übrigens, das haben wir Freiheitliche immer gesagt. Das hast du gesagt, das hat der Herbert Kickl gesagt, der Gerhard Kaniak, unser Gesundheitssprecher aus Oberösterreich. Ich habe das mehrmals in Pressekonferenzen gesagt, wenn man die FPÖ immer dastehen wollte, naja, die sind gegen alles und die sind die Leugner. Ein totaler Blödsinn. Wir sind vernünftige Politiker, wir sind Rechte, die eben an der Ratio basierend Entscheidungen treffen und wir sind keine PR-Leute. Das bin ich wirklich nicht, das stimmt. Gerne zu diesen PR-Spielern auf diesem Klavier. Und man hat die großen Fehler gemacht in den Alten- und Pflegeheimen. Zuerst hat man gesagt, der schaut auf Schweden, was dort alles passiert ist. Was ist bei uns passiert? Mit dem Finger hat man auf andere gezeigt. Das kommt davon, wenn man alles immer kommentieren muss. Und jetzt hat man dann angefangen in den Schulen. Und ich kann nur sagen, diese ganze Testerei in den Schulen bringt nichts. Und das war ja auch interessant in dieser Sendung im ORF-Report, dass der Virologe oder Epidemiologe, ich glaube Virologe ist der Herr Dr. Gartlin, ich kenne ihn nicht persönlich, gesagt hat, naja, wahrscheinlich, es waren zu wenige Tests positiv bei den Schulen, wahrscheinlich werden sie nicht richtig angewandt. Man sollte aufhören damit in den Schulen. Das hat überhaupt keinen Sinn, weil wir wissen ganz genau, dass von den Kindern und von den Jugendlichen keine Belastung des Gesundheitssystems ausgeht. Warum man das überhaupt macht, ist vollkommen unverständlich. Die brauchen auch nicht Masken tragen in der Schule. Es gibt ganz andere Konzepte, ganz andere Hygienekonzepte, auf wissenschaftlicher Basis. Sondern nein, man hat sich halt wieder für die Testerei entschieden. Und
bei den Massentests zum Beispiel, da hat ja das Beratergremium im Gesundheitsministerium, ein wesentlicher Teil hat ja gesagt, das ist ein Blödsinn, die Massentests haben keinen Sinn. Und bei jeder anderen Viruserkrankung testet man nur denjenigen, der Symptome hat. Und bei uns wird quer durch die Leute irgendwie getestet. Wo soll das hinführen? Und mir kommt vor, da wird nicht vernunftorientiert gearbeitet, da bildet man nicht selbst sich eine Meinung, sondern da gibt es große PR-Maschinen, die dann sagen, na, was soll man tun? Und diese persönliche Kritik bringe ich jetzt schon einmal an. Das kommt davon, wenn Leute wirklich nie was anderes in ihrem Leben gemacht haben, als wie Politik. Nie irgendwie in anderen Bereichen tätig gewesen sind, dann kommt genau das raus. Und man nimmt eine ganze Republik und eine ganze Generation, vor allem was die Jungen und die Jugendlichen betrifft, in Geiselhaft. Wenn man sich das vorstellt, weil, Norbert, ich kann mir das gar nicht vorstellen, 1,5, 2 Jahre nicht in der Schule verbracht zu haben. Also Volksschüler, die bitte jetzt das zweite Jahr dann sich nicht regelmäßig sich in der Schule befunden haben. Ja, man hat den Kindern ja auch schon zu Beginn der Corona-Krise erklärt, sie sind eine Gefahr für die eigenen Großeltern. Dann hat man sie monatelang zu Hause isoliert, von den Freunden abgeschottet. Du wirst in der Schule positiv getestet und dann wirst abgeführt wie ein Verbrecher. Weißt, hast du den Heinz Fassler noch mal persönlich kennengelernt? Nein. Das ist ein super Kerl. Der hat mehr im Hirn als der ganze Rest der Bundesregierung. Und ich frage mich wirklich, wie lange sich das noch gefallen lässt. Also der passt da überhaupt nicht rein. Ja, meine, er hat eh zu Recht gesagt, in der Schule machen diese Tests keinen Sinn. Ja. Dann wird er overruled von irgendwelchen Leuten. Also der Fassmann ist eigentlich jemand, der schwer in Ordnung ist, aber der halt ein Getriebener ist von diesem ganzen System. Was macht das mit den Kindern? Ich habe ja meine jüngste Tochter ist 17, noch, bald 18, macht auch eine Krankenpflegeschule. Und das ist nicht lustig, jeden Tag zu Hause am Computer hängen und den Unterricht dann auch mitverfolgen. Die müssen ja was in der Praxis auch lernen. Wenn du als Firmenchef bist, wen suchst du aus als Mitarbeiter? Jemanden, der in dieser Zeit die Ausbildung gemacht hat? Das ist ein riesiger Nachteil für die Generation, dann wirklich einen Job zu finden. Mhm. Und vor allem, das ist die Generation, die Suppe auslöffeln wird müssen. Irgendwer muss ja das zahlen. Wie viele Milliarden jetzt in den Sand gesetzt wurden. Und die nächste Generation sollte dann im globalen Wettbewerb bestehen. Die brauchen die beste Ausbildung. Ich habe vor kurzem diskutiert mit Strandberg über das Thema Wirtschaftshilfen. Sie sagt, sie haben eine super Sache laufen, die Investitionsprämie. Also wenn die Betriebe ordentlich investieren, bekommen sie auch Unterstützung. Aber viele Betriebe haben gar keine Möglichkeit mehr zu investieren, die sind fertig gefahren, die sind am Ende. Betriebe, die aber die schon so alt sind, dass sogar Kriege überlebt haben, also so alte, große Betriebe können einfach nicht mehr. Also die haben es wirklich geschafft und das ist das Schlimme, innerhalb von kurzer Zeit das Land an die Wand zu fahren. Und du hast recht, wie lange wird es dauern, bis das wieder bezahlt ist? Die stellen sich alle her und sagen, ja, wir, die Regierung, wir schütten ja so viel an Subventionen aus. Ja, woher kommen die Subventionen? Das ist ja kein Geld, was der Herr Kurz ja am Bankkonto zusammengespart hat. Das ist das Steuergeld der Österreicherinnen und Österreicher und das muss man irgendwie auch wieder einzahlen nachher. Ja, also so einfach wird es nicht. Und wo kommt es an? Ich habe vor kurzem gesprochen mit einem Hotelier im Saisonbereich. Der sagt zu mir, du, im November haben wir zu. Ich kenne zur Gastronomie in dem Bereich, sagt er, ich bekomme für November 0 Cent. Jetzt kann ich nicht aufsperren, Skigebiet hat zwar offen, aber das Hotel und seine Gastronomiebetrieb darf er nicht offen halten. Der sagt, Gott sei Dank hat er so gut gewirtschaftet in den vergangenen Jahren, aber er sagt, er ist fertig. Aber die Mitarbeiter auch, ne? Ja, der kann, er sagt, selbst wenn man im März aufsperren würde für einen Monat, er sagt, das geht unmöglich, weil er kriegt nicht für 4 Wochen dann die Mitarbeiter. Das funktioniert so nicht. Also, und der muss er einkaufen machen. Ne? Ja, und dann kommt die Verordnung ein paar Tage vorher, der kann sich gar nicht vorbereiten. Ich komme aus einer landwirtschaftlichen Gegend auch, also ich komme aus einer Gegend im Bezirk Wösland, wo wir Gott sei Dank sehr viel Industrie auch haben und sehr viele landwirtschaftliche Betriebe, also sehr ausgewogen und sehr lebenswerte Gegend, wo die Landwirte sagen, du, wie soll das eigentlich weitergehen? Die Gastronomie hat nicht offen, die Skigebiete haben zu. Wo soll der Schwendel sozusagen auch vermarktet und abgesetzt werden?
das funktioniert alles nicht. Also wir müssen dieses Land wieder aufsperren und vor allem, man wird zu dem Punkt zurückkommen, was wir Freiheitliche immer gesagt haben, die Risikogruppen sind zu schützen, die sind zu identifizieren und um die müssen wir uns kümmern. Und die Kollateralschäden, die auch passieren, der Alois Bomberger, unser Doktor hier im Innviertel, lange Zeit im Nationalrat Gesundheitssprecher auch gewesen, der hat gesagt, ja, jetzt gibt es angeblich 30% weniger Krebsdiagnosen. 30% weniger Krebsdiagnosen. Das heißt aber nicht, dass die Krebserkrankungen nicht gibt, sondern da schlummert der Krebs. Und das heißt, dass dann es vielleicht zu spät ist, wenn man dann die Erkrankung entdeckt und dann vielleicht einen sehr, sehr schlimmen Verlauf nimmt. Und das wird alles überhaupt nicht beleuchtet, über das wird überhaupt nicht diskutiert und über das müssen wir sprechen. Und das muss angesprochen werden. Und wenn diese Regierung so weiter tut, die haben tatsächlich diese Mitmenschen am Gewissen. Und wenn wir das am Anfang eingespielt gekriegt haben, jeder wird jemanden kennen, der an Corona verstorben ist. Also das war wirklich die dreisteste Lüge. Das war eine Sauerei. Und das ist eine Sauerei. Und da hat man mit derartiger Angst Politik gemacht. Und jetzt fängt es ja schon wieder an mit Tirol, mit Mutation. Jeder Virus mutiert. Ich bin überhaupt kein Experte. Aber das weiß man, dass jeder Virus mutiert. Und ich will das weder verniedlichen, noch will es dramatisieren. Aber da fängt man dann auf einmal an, wie du im Vorgespräch gesagt hast. Da regelt man dann ein Bundesland. Ah, da ist es auf einmal möglich. Ja, 2015 war es nicht möglich. Nein, es war undenkbar. Da in der Nähe im Innviertel in Scherding, wo man in Wahrheit dann die, nicht Flüchtlinge, die Migranten dann rübergebracht hat Richtung Deutschland. Also da muss sich der Normalbürger, der muss sich da wirklich auf den Kopf greifen, was da derzeit passiert. Das ist fernab der Realität und fernab der politischen Vernunft. Und darum sage ich ja, das sind keine Politiker mehr, das sind Schauspieler, das sind nicht Leute von einem Format und von einem Charakter. Ich habe überhaupt kein Problem, wenn einer ein bekennender Linke oder wie auch immer ist. Das gehört zur Vielfalt in der Demokratie dazu, aber dann sollte er auch wirklich auch politisch die Eier dazu haben, dass er Politik macht und nicht so einen Schwachsinn von sich gibt, was da derzeit passiert. Also ich bezeichne es mittlerweile wirklich als Schwachsinn. Du bist Präsidial, du darfst es nicht so sagen, aber, ich sag, es ist ein aber da in Riert, da geht's. Da geht's. Schwachsinn oder Blödsinn. Mein, wird der Mundl gesagt, mein Bier ist nicht deppert. Du, ich muss sagen, hör dir keiner zu, hoffentlich. Ja. Da war ich ein ganz junger Abgeordneter im Parlament und ich bin auch ein Fan vom Mundl. Nicht? Und da hat mein späterer Gegenspieler im Präsidentenwahlkampf, der Minister Hundsdorfer, der ein cooler Typ war, wirklich, ja, hat eine wilde Rede gehalten und so richtig im Dialekt. Und ich habe dann nicht geschrien, aber leise gesagt, mein Bier ist nicht deppert. In dem Augenblick war es aber im Saal so leise, dass das alle gehört haben. Und ich glaube, das ist sogar im Protokoll im Parlament verschriftlicht als Zwischenruf Hofer, mein Bier ist nicht deppert. Meint ihr zum Wohl. Zum Wohle. Prost. Sehr zum Wohl. Na, aber du hast recht. Ich habe jetzt gerade eine neue Verwandte im Krankenhaus. Und du darfst ja nur einmal in der Woche besuchen. Erstens einmal das Telefon besetzt, dauernd. Ist eine Terminvereinbarung extrem schwierig. Eine Stunde in der Warteschleife. Das schaue ich mir an, wie jemand, der am Bauarbeit, am Arbeitsplatz eine Stunde am Telefon hängen kann. Die Leute sind fertig, vereinsamen. Also habe ich das Glück, dass meine nahe Verwandte jetzt nicht ganz, ganz, ganz bös krank ist. Aber stell dir vor, dass jemanden, vielleicht ein Kind im Krankenhaus, dem es wirklich schlecht geht, dann darfst du da wochenlang nicht rein. Man wissen die eigentlich, was die anstellen mit uns? Ich habe das im privaten Bereich gesehen, in meiner Familie. Da hatten wir auch einen schweren gesundheitlichen Zwischenfall. Was das heißt, wobei sagen wir es, die sind bei uns in Oberösterreich in den Krankenhäusern sehr, sehr bemüht und nicht nur irrsinnig höflich, sondern auch sehr kompetent. Die dafür, ne? Und du kriegst übers Telefon jede Auskunft und die machen aus der Situation das Beste. Ich mache da niemanden einen Vorwurf, ganz im Gegenteil. Aber es ist eine Katastrophe. Es ist für alle eine Katastrophe. Es ist in Wahrheit auch für die Ärzte und für das pflegende Personal eine Katastrophe, weil ja, ich sage jetzt ja auch, die erkrankte Person
oder die verunfallte Person natürlich auch von dem lebt und auch einen Lebenswillen hat, dass sie die Kinder sieht oder die Enkel sieht. Da stecken solche Tragödien dahinter. Und ich sage, ja, selbstverständlich, die Leib muss man schützen. Ich habe da auch kein Problem, dass ich sage, da lasse ich mich vorher testen, da setze ich mir FFP2-Maske auf. Man macht ja dann auch alles, damit ja keiner einen Nachteil hat. Aber das Leben außerhalb dieser Bereiche, das muss normal weitergehen. Das ist überhaupt das ist eine Grundfrage auch der Einstellung zum Leben. Jeder glaubt bei uns, es ist alles so eine Vollkasko-Gesellschaft, keiner wird mehr krank, alle sind gesund und alles ist sicher, wir brauchen kein Militär mehr, wir brauchen dieses und jenes nicht, weil es ist eh alles wunderbar. Und dann bringt uns so ein Virus an die Kapazitätsgrenze. Also da muss sich Österreich und da muss sich Europa wirklich etwas überlegen. Und man sieht es ja bei der Wirtschaft. Die Chinesen haben letztes Jahr Wirtschaftswachstum gehabt von über 6%. Und in Europa haben wir einen kompletten Einbruch gehabt. Und übrigens in Österreich ganz schlimm. Überdurchschnittlich. Wir sind viel besser durch die Krise gekommen. Ja, die Regierung hat nicht das Land durch die Krise geführt, sondern die Krise durch das Land geführt. Du meinst, weil du vorher gesprochen hast über die Patienten. Ja. Ich habe mit dem Rabel angesprochen, Bürgermeister Wels. Der hat mir erzählt von einer Bewohnerin vom alten Wohnheim, wo er gesagt hat, naja, er hat gemeint, die Leute, wir werden halt geschützt. Und sie hat gemeint, und wer schützt uns vor euch Politikern? Weil wir wollen unsere Enkelkinder sehen. Ja. Also wir haben vielleicht, da sind ja Leute dabei, die wissen, sie haben vielleicht nur mehr 3 Monate oder 6 Monate zu leben. Der sagt, mir ist lieber, ich habe noch die Chance, mit meinen Enkelkindern und Kindern reden zu können, als ihr sperrt mir weg, damit ich dann gesund stirbt. Das muss man auch mal sehen, dass da Leute gibt, die vielleicht einen anderen Zugang haben und eine andere Sicht der Dinge. Es ist schon grausam, was passiert. Und ich glaube, dass viele in der Politik so weit weg sind von der Wirklichkeit, dass es einfach nicht gesehen wird. Ja, und du siehst bei meinem Vater, der ist jetzt 80 Jahre alt geworden, und der hat seine Spätzeln, die sind halt auch ein bisschen jünger oder ein bisschen älter. Das ist eine Generation, die trifft sich im Gasthaus. Die geht nicht da bis Mitternacht fort. Die trifft sich im Briefmarkenverein zum persönlichen Austausch. Denen hat man die Kommunikationsmöglichkeit gegeben. Da sitzt sich keiner mit 80 Jahren vor das Handy und macht irgendein FaceTime-Gespräch. Oder Briefmarken sammeln? Das ist... Du der Briefmarken sammeln? Der ja, Vater. Papa ist ein alter. Du hast früher einen Mädels aufreißen können mit der Briefmarken sammeln. Das geht heute nicht mehr, gell? Nein, du, Papa ist glücklich verheiratet. Der darf sich nichts aufreißen. Aber es ist in Wahrheit, ich finde das so unmenschlich, was da passiert. In dem Gastronomiebereich, das ist eh klar, die Freiheitlichen, die Wirtshausgeher und da der Bierdunst, der Stammtisch. Ja, der Stammtisch ist auch wichtig. Der Stammtisch ist ja für Leute wichtig, die sonst nämlich alleine sind, die einsam sind. Und irgendwann einmal werden die Leute auch sterben an Einsamkeit. Weil wir geredet haben von den Krankenhäusern, Bereich der Alten- und Pflegeheime, da hat man wirklich so viel verabsäumt. Da habe ich es lustig gefunden, im Zentrum vor ein paar Monaten, da hat dann der Grüne aus Vorarlberg super mitgeredet, das ist der Föderalismus. Aber das sei... Freund, sein politischer Freund, der Gesundheitsminister ist und diese Verordnungen macht. An das hat man dann halt nicht gedacht, aber das ist eh klar, da wird halt dann ein Grüner nicht mehr kritisch hinterfragt. Das ist, halt, ist, das letzten, ist halt nicht gewollt. Was in der letzten Verordnung entstanden ist, weißt, das stimmt, es hat ja der Gesundheitsminister die Verantwortung der Pandemie für alles. Ja. Machen Sie eine Verordnung, vor allem im Hauptausschuss, mit folgender Regelung. Und betrifft Behindertenheime und Altenwohn- und Pflegeheime. Wenn du als Bewohner das Haus verlässt und der Ausgang dauert mehr als 2 Stunden, dann muss danach mit dir ein verpflichtendes Beratungsgespräch durchgeführt werden. So, jetzt danach, nicht davor, nachher muss gemacht werden. Jetzt sind natürlich viele Patienten dement, die werden abgeholt vom Sohn, von der Familie, mit dem Rollstuhl und wirst ausgeführt, dann bist du halt 2 Stunden unterwegs. Es wäre verpflichtet, das Personal mit der dementen Patientin, mit dementen Patienten ein Beratungsgespräch zu machen. Genauso im Behindertenwohnheim, wir haben bei uns in der Gegend ein Behindertenwohnheim, wo die Leute irrsinnig engagiert sind, da fahren die Mitarbeiter mit den wirklich schwerstbehinderten Menschen, die wirklich also oft einen Helm tragen müssen, um sich nicht selber zu verletzen, aussehen ins Freie mit dem Rollstuhl. Und das müssten die
die schwerbehinderten Menschen aufklären nach 2 Stunden, wie gefährlich dieser Ausgang war. Also das kann nur jemand schreiben und machen, der noch nie in irgendeinem Behindertenheim war und noch nie in einem Altenwohnheim war. Und das muss ja der Gesundheitsminister ja durchlesen, die Verordnung. Und mit denen gehen sie in den Hauptausschuss und wer stimmt zu? Die gesamte ÖVP-Riege und die Grünen. Also das ist, ja, ich verstehe es nicht. Die Besuchsregelung überhaupt in den Alten- und Pflegeheimen. Dass man einen Corona-Test sich organisieren hat müssen, der zwischen 40 und 60 Euro gekostet hat. Ich meine, die wissen gar nicht, wie viel das die Leute Pension haben. Da ist ein pensionierter Postbus-Chauffeur zu mir gekommen und hat gesagt, er würde gern jeden Tag seine Frau besuchen. Ihm ist das wichtig, er ist sonst total einsam, er kann seine Frau leider Gottes alleine nicht mehr pflegen. Er hat gesagt, er würde das auch gern zahlen, er kann es aber nicht auf die Dauer. Also man hat hier den Menschen vollkommen vergessen, statt dass man sagt, um was war es denn da gegangen? Dass man sagt, hey, ihr kriegt alle Gratistests, FFP2-Masken gratis und ihr dürft sie jederzeit natürlich eure Angehörigen besuchen. Nicht nur 1 Stunde, jederzeit, so wie heute halt die normalen Besuchszeiten sind. Denn entweder die Tests und die Masken bringen was oder sie bringen nichts. Da muss man sich irgendwann einmal entscheiden. Es ist wirklich erschreckend, was man da wirklich allen Berufsgruppen, allen Generationen im letzten Jahr angetan hat und vor allem auch die Jugend macht sich wahnsinnig viele Gedanken um die Zukunft von Ihnen und auch um die Zukunft des Heimatlandes Österreich. Und was uns die Jugend zu sagen hat, hören wir uns jetzt an. Freiheitlich zu sein, das heißt für mich, sich für den Erhalt unserer Kultur und unserer Heimat einzusetzen und dafür, dass wir als Jugend eine Zukunft haben, die frei ist von linker Bevormundung und falsch verstandener Political Correctness. Für mich ist freiheitlich, unsere hart erkämpften Grundrechte gegen staatliche Überwachungsfantasien und autoritäre Freiheitseinschränkungen zu verteidigen. Wir möchten als freie Menschen mit unseresgleichen in einem freien Land leben. Freiheitlich, das heißt, für ein starkes Österreich in einem starken Europa einzutreten. Die europäische Jugend muss heute dazu beitragen, dass wir auch morgen noch in einem modernen und christlichen Abendland sind, das uns schützt, Halt und Heimat gibt. Ja, die Jugend macht sich sehr viele Gedanken um die Zukunft von Österreich und wie man sieht, wäre die Jugend auch sehr motiviert, da anzupacken in Zukunft, damit Österreich sich doch noch zum Positiven entwickelt, trotz dieser ganzen Krise, die wir jetzt aktuell erleben. Wichtig, glaube ich, ist es jetzt auch, dass es eine starke FPÖ gibt, die dem ganzen Wahnsinn entgegenwirkt. Was bedeutet für euch freiheitlich sein jetzt im Jahr 2021? Freiheitlich zu sein, das ist mehr als eine politische Einstellung, das ist eine Lebenseinstellung. Es geht darum, dass man frei ist, dass man die Werte der Revolution von 1848, das ist ja das Jahr, auf das wir uns berufen, dass man die vertritt. Die freie Meinungsäußerung, die Versammlungsfreiheit, die Pressefreiheit, das Recht auf Eigentum. Weil das sind alles die Werte, die derzeit mit Füßen getreten werden, dass man diese Werte hochhält, dass man für diese Werte kämpft. Die sind alle nicht selbstverständlich. Dass man vor allem aber auch die Eigenverantwortung wieder in den Vordergrund stellt. Dass jeder Mensch für sein Tun selbst verantwortlich ist. Und dass man eben vernunftorientiert die Dinge betrachtet, dass man die Dinge so sieht, wie sie sind, dass man nicht Dogmen und Utopien drüber stellt. Und das ist eben der große Unterschied der freiheitlichen Gesinnung gegenüber anderen Gesinnungen. Und deswegen ist es so wichtig, dass sich junge Persönlichkeiten engagieren, nicht nur für die Gesinnung, sondern in Wahrheit für dieses Land, für die Werte, für unsere Kultur, für die Traditionen, für all das, was uns ausmacht, was so lebenswert ist und was aber auch unser Land so liebenswürdig macht. Und es war immer wichtig, diese Werte zu vertreten. Das ist an alle nicht selbstverständlich. Aber gerade in den letzten 12 Monaten hat man gesehen, dass es noch wichtiger ist, auch dafür auf allen Ebenen
zu kämpfen, nicht nur dafür einzutreten, sondern wirklich auch dafür zu kämpfen. Und das tut die FPÖ ja nach wie vor. Ja, mehr denn je. Weil, weißt du, es ist halt so, ich kann nur sagen, wenn ich es zurückdenke, bei mir die Entscheidung, zur FPÖ zu gehen, ich war damals der Erste in der Familie, der Mitglied der FPÖ geworden ist. Ich habe das nie bereut. Und kam hin und ich habe, wenn ich so mit den jungen Leuten, mit der Familie spreche, sage ich immer, bitte macht das. Es ist eure Entscheidung. Ich bin an niemanden böse, wenn er zu den Grünen geht. Es ist deine Entscheidung und ich werde das respektieren oder geh, wo immer du willst. Aber engagier dich bitte politisch, nach deiner Überzeugung. Meine Überzeugung ist die freiheitliche und natürlich war es oft nicht leicht. Ich mein, die wird es ja auch nicht immer gut gegangen sein, wenn du bekämpft wirst. Wir haben es im Bundespräsidentenwahl durch Österreich getrieben wie die Sau durchs Dorf. Oder da haben Zeitungen geschrieben, US Today oder Magazine aus den USA, ich wäre der gefährlichste Mann Europas und wenn ich gewinne, geht die Union zugrunde. Sie tun alles, um dich zu bekämpfen. Aber es ist es wert, dafür zu kämpfen. Weil diese Gesinnung was ganz Besonderes ist. Und wer mir jetzt schaut, und mir passiert so oft, wenn ich so zuschaue im Parlament, vor allem bei den Grünen, ja, wie rechthaberisch ja, sie zum Rednerpult gehen und allen anderen die Welt erklären. Auch den Kollegen von der SPÖ, wo auch ein paar Hackler drinnen sitzen, ja, die noch wirklich was gearbeitet haben. Dann kommen da Leute, die noch nie irgendwas im Leben zusammengebracht haben und erklären dir die Welt. Und da muss man dagegen halten. Ich finde, jeder, der seinen Beitrag leisten kann für unser Österreich, soll respektiert werden. Egal ob Bauarbeiter oder Uniprofessor. Aber Leute, die noch gar nichts gemacht haben, außer blöd reden, die dann hinstellen und rechthaberisch und belehrend alles erklären, das ist das, was ich wirklich ablehne. Und dagegen muss man kämpfen. Gerade jetzt merkt man ja auch, dass die Herausforderungen in Zukunft nicht kleiner werden. Ganz im Gegenteil, sie werden wahrscheinlich sogar größer werden. Nach der Gesundheitskrise kommt die Wirtschaftskrise. Beziehungsweise wir sind wahrscheinlich eh schon mitten in dieser Wirtschaftskrise, wenn man sich die Arbeitslosenzahlen anschaut oder ansieht, wie viele Unternehmen schon gar nicht mehr aufsperren können, wenn der Lockdown vorbei ist. Wo seht ihr die Rolle der FPÖ in der Zukunft? Erstens einmal, jetzt befinden wir uns nicht nur in einer Gesundheitskrise, sondern in einer Wirtschaftskrise und in einer Krise der Rechtsstaatlichkeit, so wie man derzeit umgeht, was die freie Meinungsäußerung und die Versammlungsfreiheit betrifft, während den Anfängen, muss ich an dieser Stelle da auch sagen. Und der freiheitliche Ansatz muss sein, dass wir zurückkehren in diesem Land zur Vernunft, dass nicht mehr PR-Auguren bestimmen, was in dem Land passiert, sondern vernunftorientierte Bürger, die sich Gedanken machen um die Gegenwart und Zukunft unseres Landes. Und wir müssen dieses Land einfach gut aufstellen für das 21. Jahrhundert, für den Wettbewerb. Ich weiß schon, das ist für manche, gerade für die Linken Gleichmacher, für die Marxisten in allen Parteien natürlich ein Problem. Die Gleichmacherei, die so bei uns Einzug gefunden hat in unserem Land. Und da sage ich als Freiheitlicher, es gibt Unterschiede. Und Unterschiede sind auch erwünscht. Unterschiede bedeuten auch Vielfalt, muss man auch mal dazu sagen. Stellen wir uns vor, alles wäre gleich. Jeder wäre gleich auszogen. Jeder hätte die gleiche Kultur auf dieser Welt. Es wäre eine traurige Welt. Es wäre nämlich keine bunte Welt. Also insofern sind wir da viel offener als freiheitliche Partei. Aber eins ist auch klar, wir sind der Meinung, es soll keine Ungleichheit geben aufgrund von, ich sage jetzt einmal, aufgrund von sozialen Unterschieden. Also jeder soll die gleichen Möglichkeiten haben. Das ist unser freiheitlicher Zugang. Also keiner soll aufgrund seiner Herkunft in irgendeiner Art und Weise, seiner gesellschaftlichen Herkunft, benachteiligt werden, ist überhaupt keine Frage. Aber wenn die Ungleichheit aufgrund von Leistung oder vom eigenen Leistungswillen herrührt, ja, dann ist das eben auch so. Und das muss man halt auch einmal akzeptieren. Und deswegen brauchen wir auch wieder einen positiven Leistungsbegriff, dass derjenige, der bereit ist, etwas zu leisten, der Arbeitnehmer, ich sage auch der Exekutivbeamte, dass der auch einen Vorteil davon hat, dass er etwas leistet. Und nicht, dass er sagt, ja, ich habe jetzt
irrsinnig schwierige Hocken. Ich habe einen Nachtdienst, wie auch immer. Und ich sage jetzt, der da gegenüber wohnt, der arbeitet nichts, hat eine Mindestsicherung und einige Kinder noch und verdient fast gleich so viel wie ich. Diese Gleichheit, unter Anführungszeichen, diese Gleichmacherei wollen wir Freiheitliche nicht. Wir wollen ja Optimisten sein. Wir haben ja ein extrem tolles Land. Also wir haben, wenn man viel in der Welt herumkommt, wir haben ein fruchtbares Land. Es ist alles da. Wir haben gut ausgebildete Menschen, wir haben motivierte Leute. Nur wir dürfen uns das Land auch nicht wegnehmen lassen. Also diese Utopie, wir machen jetzt die Grenzen auf und es soll jeder kommen, der kommen will. Ja, ich würde am liebsten jedem helfen, der Unterstützung braucht. Aber so ist es ja nicht. Schauen wir uns doch die Bilder an. Diese Ströme von Flüchtlingen, das sind in Masse junge Männer im wehrfähigen Alter. Also die lassen offenbar die Frauen und Kinder zu Hause, keine Ahnung, und sie kommen dann nach Österreich. Und in Wirklichkeit ist es wesentlich gescheiter zu sagen, wir schützen unser Land. Wenn du herkommen willst und willst mit eigener Hände Arbeit was aufbauen, hast du die volle Unterstützung. Meine Nachbarn sind aus Serbien. Das sind wirklich tolle Leute. Andere Nachbarn ein bisschen weiter oben sind Muslime. Tolle Persönlichkeiten. Die lieben dieses Land und wollen sie was aufbauen. Aber irgendwelche Leute, die das Alter fälschen, die dann Hinrichtungsvideos nachstellen oder so wie jetzt zuletzt ein Österreicher, der in Wien Leute umbringt, das brauchen wir nicht. Und das hat nichts damit zu tun, jetzt zu weit rechts zu sein. Das ist, wie du sagst, Mandy, vernünftig. Weil wir müssen schon auch das bewahren und schützen, was unsere Eltern und Großeltern für uns aufgebaut haben. Und wenn wir dann auch anderen Menschen helfen können, dann machen wir das. Aber für blöd verkaufen und ausnutzen lassen, dürfen wir uns auch nicht. Politik mit Hausverstand. Lieber Manfred, ich würde noch gerne einen kurzen Blick zum Abschluss noch in die Zukunft werfen. Vor dir steht ein sehr spannendes und vor allem auch sehr, sehr arbeitsintensives Jahr 2021 bevor, denn du hast in Oberösterreich eine Landtagswahl zu schlagen. Mit welchem Gefühl, mit welcher Motivation gehst du jetzt dann in diese Wahlauseinandersetzung? Also arbeitsreich ist mein Alltag immer gewesen. Gerade in der Landespolitik, da geht es nicht anders. Oberösterreich ist ein großes Bundesland, flächenmäßig groß, einwohnermäßig, ein sehr unterschiedlich strukturiertes Bundesland und es macht mir persönlich große Freude, für dieses Land und für die Menschen arbeiten zu dürfen. Ich sage das wirklich, wie es ist. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Das merkt man, glaube ich, auch in deiner Art, Politik zu machen. Es ist ein Lebenselixier für mich, ich sage es, wie es ist. Man muss dankbar sein, dass man so eine Aufgabe wahrnehmen darf. Ja, und wir haben im Herbst Landtagswahlen. Die Freiheitliche Partei ist hier stark verankert und wir werden ein starkes Lebenszeichen von uns geben. Wir werden zeigen, wo der Bartle im Ost hält. Oberösterreich war ja schon immer freiheitliches Kernbundesland, kann man eigentlich sagen, wo die FPÖ immer sehr, sehr stark war. Ich nehme mal an, du wirst bis zum Herbst auch öfters mal in Oberösterreich zu Gast sein. Ja, den Mandy besuchen, weil meine Schwester auch, die wohnt im Breggarten mit der Familie. Also Mandy, ich freue mich schon so, wenn wir zwar so in 30, 40 Jahren uns einmal treffen auf ein Bier. Ich mit dem Altlandeshauptmann Heimbuchner, du mit dem Seniorenring Obmann Hofer und wir werden darüber reden, wie das damals war, wie wir Österreich ordentlich aufgemischt haben. Also du bist ein lässiger Typ, du wirst das Land ordentlich herrichten. Da bin ich auch überzeugt. Ich freue mich schon. Ich sage es, wie es ist. Ich freue mich auf den Wahlkampf. Das Schöne ist in Oberösterreich, Wahlkampf ist eh immer irgendwie, aber wir haben eigentlich einen relativ kurzen Wahlkampf, immer im September. Und ja. Also was mir noch auffällt, wie gesagt, ich habe eine Schwester, die da lebt in Oberösterreich und deswegen bin ich seit vielen Jahren immer wieder da. Es ist ja schon, wenn du mit Leuten redest, die auch gar nicht freiheitlich sind, deine Wohnbaupolitik fällt auf. Ja? Nicht nur bei Freiheitlichen, sondern auch bei jenen, die halt einer anderen Partei angehören. Deswegen bin ich fest überzeugt, das wird sich positiv auswirken bei der Wahl. Also da hast du wirklich was Tolles gemacht. Echte soziale Wohnungen. Echter sozialer Wohnbau. Ist deine Leistung. Wir haben so viel zusammengebracht in den unterschiedlichsten Bereichen. Wir sind in der Wohnbaupolitik unschlagbar, objektiv gesehen. Wir haben zum Beispiel die meisten Sanierungen, das hat mir die Frau Ministerin Gewessler gar nicht geglaubt, das sind aber ihre Zahlen vom Umweltbundesamt. Wir Freiheitliche, wir machen nicht nur ideologisch Politik, sondern
bin im Gemeinderat groß geworden, bin noch immer Gemeinderat. Ich kann es nur jedem Spitzenpolitiker empfehlen, wenn er sich irgendwie vereinbaren lässt. Richtig. Ich bin Bezirksparteiobmann, also ich weiß, wovon ich rede und ich rede auch gerne darüber. Aber noch wichtiger ist, wir reden, ist Handeln. Das Tun ist das Wichtigste. Genau. Ich könnte jetzt auch noch Stunden mit euch weiterreden, aber leider sind wir schon am Ende unserer Zeit angelangt. Ich danke euch ganz, ganz herzlich für den heutigen Abend. Danke für dieses interessante Gespräch, danke für eure Offenheit und ich glaube, wir haben heute wirklich das Beste aus diesem Riederaschermittwoch herausgeholt. Und Ihnen, liebe Zuseherinnen und Zuseher, danke ich ganz herzlich, dass Sie heute mit dabei waren. Danke, dass Sie diesen Abend mit uns verbracht haben. Ich hoffe, wir können uns im nächsten Jahr wieder persönlich hier sehen und vielleicht haben Sie heute auch die eine oder andere Seite an Norbert Hofer oder Manfred Heimbuchner kennengelernt, die Sie so vielleicht noch nicht kannten. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend, bleiben Sie gesund und bis spätestens nächstes Jahr hier in der Jahnturnhalle. Musik